Ja, das läuft halt im Prinzip so. Das ist auch das, was zum Beispiel mein Kollege Klaus Warner erzählt hat. Er saß dann abends beim Fernsehen da und plötzlich griff Lea damals halt immer nach seinem Essen. Und da müssen sie dann natürlich schon überlegen, was sie essen. Die fettige Pizza ist dann nicht gerade das Passende. Aber du schläfst ja auch den Schuss an. Da kann ich dann essen. Jetzt haben wir es aber geschafft. Ja, was denn? Magst du deine nackte Suppe? Ja, wunderbar. Pack das gleich mal in einen Sorgen. Bitte. Bitte. Warte, ich brauche mal das Buch. Weil. Die beiden. Ja, das ist die Haarlose. Danke. Das war's. Ja, wunderbar, weiß das. Er wird nicht gewaschen, er wird nicht gebadet, sondern nur Feuchttücher und ja. Check. Nee, ist ein bisschen schüchtern, hä?